Pater, wann gedenkst du nach St. Jakob zurückzukehren? Wie bitte? Weshalb fragst du, mein Junge? Deine Haushälterin Agnes ist in Ratei und will nicht für jemand anderes arbeiten. Sie wartet auf deine Rückkehr. Sie lebt? Der Herr sei gepriesen. Ich habe für sie und die anderen gebetet. Aber zurückkehren werde ich nicht. Sag ihr, ich bin gerührt, doch sie muss nach vorne schauen. Gib ihnen die ewige Ruhe und Gott das ewige Licht, Heinrich. Ich habe mich in Sasau umgehört. Pater Franziskus fehlt es an nichts in Sasau. Er wird nicht so bald nach St. Jakob zurückkehren. Du hast ihn gesprochen? Wie geht es ihm? Seine Soutane muss sicher wieder gestopft werden. Andauernd zerreißt er sie. Er stolpert ständig über Stock und Stein. Wie gesagt, ihm fehlt es an nichts. Herr, gib ihnen die ewige Ruhe. Hey! Gott sei mit dir. Das mit der Köchin ist auch erledigt. Soll ich Hagen Bescheid sagen? Das werde ich übernehmen. Sag mir nur, wer es ist. Ich habe Agnes als Köchin erwählt. Es war nicht leicht, sie zu überreden, aber sie ist die beste Köchin weit und breit. Schön, das zu hören. Ich muss Hagen wohl bald einen Besuch abstatten.